Das ist der neue Quattro 4. Man sieht auf den ersten Blick, es ist ein Motorroller, aber er hat 4 Reifen dran. Der Vorteil ist klar, ich kann ihn mit dem Pkw-Führerschein fahren. Aber eine Frage bleibt da natürlich. Wie viel Motorradfeeling steckt eigentlich noch in dem Ding, wenn 4 Reifen unten drunter gebaut sind? ~350 Kubik und 30 PS. Die machen aus dem Quattro 4 keine Rakete. Aber wenn man vom Auto umsteigt, geht es flott voran. Der Quattro 4 ist für gemütliche Einsteiger und Auto-Umsteiger gemacht. Weniger für fanatische Motorradpiloten. In den Kurven findet der Quattro 4 immer Halt, auch wenn es mal richtig rutschig ist. Runter geht es bis auf 45 Grad. Der normale Fahrer will das nicht ausprobieren. Als ich den Quattro das erste Mal von hinten gesehen habe, habe ich gedacht, endlich mal etwas, wo richtig Gepäck reingeht. Dick genug ist er ja. Aber wenn man das jetzt hier aufmacht, Überraschung, es passt genauso eine Tasche hinein oder ein Helm, wie bei einem anderen Roller auch. Es geht nichts extra. Hier drunter ist der Motor, da passt auch nichts rein. So, wer damit in Urlaub fahren will, der muss Gepäckträger anbauen, wie bei einem anderen Motorrad auch. Der Fahrkomfort ist unerreicht. Schwierigen Untergrund bügelt die Hydraulik weg. Der Quattro 4 fährt immer geradeaus. Er lenkt ein, wie andere Riesenroller auch. Wer mit dem Knie auf den Boden will, kauft sich eh nicht so ein Monster. Das ist natürlich das Besondere an der Hydraulik. Der Quattro bleibt in jeder Situation einfach sicher stehen. Kann die Beine hochmachen, hier Faxen machen, da passiert überhaupt nichts. Sie fragen sich jetzt vielleicht, wie fährt er? Wie ein Auto etwa? Nein, der fährt sich schon wie ein großer Motorroller. Das ist keine Sportmaschine. Aber das Zweirad-Feeling ist ganz klar da, auch mit den 4 Reifen. 10.000 Euro sind ein Wort, angesichts des Aufwands aber gerechtfertigt. Zum Vergleich, ein 60 PS Roller von BMW kostet das gleiche. Ein koreanischer Kymco wäre allerdings mindestens ein Drittel billiger. Der Tag mit dem Quattro geht zu Ende. Das Ding ist jetzt kein Supersportler, das habe ich aber auch nicht erwartet, als ich mich auf diesen Riesenroller draufgesetzt habe. Ich habe gemerkt, das deutliche mehr an Sicherheit und vor allen Dingen das deutliche mehr an Fahrkomfort in kniffligen Innenstadtsituationen. Das finde ich schon super. Und es gibt eben doch ein richtiges Zweirad-Feeling.